42 Meter hoch ragt der Turm von St. Hedwig über den Boden. Ein weithin sichtbares Zeichen für alle, die ihren Blick Richtung Tingers richten. Im Norden von Kempten ist Mitte der 1980er Jahre eine Kirche entstanden, die etwas ganz Neues war, sowohl von außen als auch im Innenraum. Hier sollten einige Ziele des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie die pastorale und ökumenische Erneuerung, sichtbar umgesetzt werden. Ich freue mich, dass hier in St. Hedwig gelungen ist, einen Grundgedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen. 20 Jahre nach dem Konzil, dieses Bild von Kirche als pilgerndes Volk Gottes und das hier eigentlich in diesem, ich sage immer gerne Zeltbau, dieses Unterwegssein in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen verdeutlicht ist und dieser Kirchenraum einfach einlädt, dass wir uns um Halbrund um den Altar versammeln können, um hier gemeinsam das zu tun, was uns Jesus Christus aufgetragen hat. Pfarrer Rupert Ebbers kennt und schätzt diese Kirche schon seit ihrer Weihe 1986. Renate Wachter, die Frau des mittlerweile verstorbenen Bildhauers Hans Wachter, hat sogar die gesamte Entstehung von St. Hedwig hautnah mitbekommen. Ihr Mann hat die Betonwände, die Reliefs und alle Kunstwerke hier geschaffen. Allerdings gab es anfangs große Bedenken seitens der Pfarrgemeinde, als der Architekt Dieter Heiler seine Pläne vorgestellt hat. Dann hat der Herr Heiler gesagt, die Kirche wird innen aus Beton. Und dann haben 10 Münder oder 15 haben gesagt, Beton! Also praktisch um Gottes Willen. Gell? Und dann hat mein Mann also ein Modell gemacht von der ersten Wand und hat es den Leuten gezeigt. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn das so wird, dann nehmen wir eine Betonkirche. Und so ist es eigentlich entstanden, ja. Besonders wichtig war dem Bildhauer Hans Wachter die Einheit der Ausstattung der Kirche. Zum Beispiel stehen die Apostel Petrus, Johannes und Andreas in unmittelbarer Nähe zum Tabernakel. Er besteht aus Bronze, ist mit Bergkristallen geschmückt und trägt Inschriften aus den Evangelien. Alle Einzelstücke des sakralen Raumes sollten sich zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. Er wollte eine Einheit und das hat er auch erreicht, erstmal von den Materialien, dass alles der gleiche Stein ist und dass das immer irgendwo zusammenhängt. Also hier, wo die Apostel drin sind, diese Furchen, dass es auch wieder mit der Decke passt, dass es zum Altar passt, dass es zum Ambo passt, dass zum Tabernakel passt. Und so wollte er also nicht, dass in manchen Kirchen da hat der eine den Altar gemacht, der andere das Kreuz und der letzte der Tabernakel. Und das wollte er nicht. Er wollte alles, also in seinem Stil oder halt in dem Muster, wollte er so machen. Und darum passt das auch, finde ich, alles so zusammen. Geweiht ist die Kirche der heiligen Hedwig. Ihre Statue hat Hans Wachter aus Bronze angefertigt. Hedwig gilt als eine der größten Heiligen wegen ihres Einsatzes für Kranke, Arme und Gefangene. Sie ist aber auch aus weltlicher Sicht als Herzogin von Schlesien und Polen eine der größten Frauen des europäischen Mittelalters gewesen. Über die Ausstattung der Kirche ließe sich noch lange erzählen, zum Beispiel über die einzigartige Krippe aus Lindenholz. Oder über den Kreuzweg aus Beton. Handwerkliches Geschick und tiefer Glaube haben alle am Bau beteiligten Menschen zu Meisterleistungen angetrieben. Und auch aus liturgischer Sicht, gerade im Hinblick auf das schon erwähnte Zweite Vatikanische Konzil, ist diese Kirche ein echtes Schmuckstück. Was mich am meisten freut in St. Hedwig ist, wenn sich der Gottesdienstraum füllt, weil ich einfach merke, dass die Leute spüren, wir sind hier nicht in einem wie gewohnt Zentralbau, wo wir in Reihen sitzen und alle zum Hochaltar ausgerichtet sind, sondern wir versammeln uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wir feiern zusammen das Fest des Glaubens, wir stellen uns gemeinsam unter das Wort Gottes. Das berührt mich jedes Mal. St. Hedwig in Kempten ist eine moderne Kirche aus Beton, Holz, Stein und Bronze.
Sie ist aber weit davon entfernt, ein reiner Zweckbau zu sein. Vielmehr ist sie seit über 20 Jahren eine Heimat für die Gläubigen in Kemptens Stadtteil Tingers.